Herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute gibt es eine weitere Runde Guess the Player. Und zwar habe ich hier ein paar Fußballspieler mir rausgesucht, heute rein aus der Bundesliga, weil sich das viele gewünscht haben. Welche Liga soll ich als nächstes nehmen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich werde euch zu den Spielern, die ich rausgesucht habe, ein paar Fakten vorlesen und ihr müsst erraten, wer das sein könnte. Ich bin sehr gespannt, wie viel du richtig hast. Wie gesagt, schreib mir auch das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ich fange an mit dem ersten Spieler. Dieser Spieler, den wir suchen, der ist insgesamt 1,87 Meter hoch. So steht zumindest auf Transfermarkt. Also, der ist 1,87. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil bis das Video rauskommt, kann sich was verändert haben. Der Spieler ist momentan, und auch wenn das Video rauskommt, 23 Jahre jung und ist gleichzeitig Rechtsfuß. Er hat für das Land, für das er spielberechtigt ist, bereits in der Jugend, genauer gesagt unter anderem in der U21 gespielt, 7 Spiele und dabei ein Tor gemacht. Ich kann euch sagen, insgesamt hat er 7 Spiele für die U21 und 3 Spiele für die Olympia-Auswahl gemacht. Der Spieler, den wir suchen, der hat 2 Nationalitäten, ist erst seit dem 1.7.2022 im Verein, sprich ein Neuzugang, und hat bei dem aufnehmenden Verein einen 5-Jahres-Vertrag bis Juni 27 erhalten. Die Mannschaft, von der er jetzt kommt, das war gleichzeitig ja nicht komplett sein Jugendverein, aber von der U19 dort hat er es auch zur Profimannschaft geschafft, wurde mal ein Jahr ausgeliehen innerhalb der Liga dort und ist dann zu unserem Bundesliga-Verein gekommen, welcher, by the way, keine Ablöse gezahlt hat und meiner Meinung nach ein Riesenschnäppchen gemacht hat. Der Spieler ist offensiv geprägt und ist bereits an den ersten Spieltagen sehr deutlich geworden, dass das ein absolutes Biest ist. Sein Marktwert beträgt 16 Millionen Euro. Und jetzt noch ein Fakt. Er ist Franzose und gleichzeitig auch hat er die Nationalität der DR Kongo. Wisst ihr, wer es ist? Weil langsam wird's jetzt. Ich sag euch einfach, also ihr müsst eigentlich jetzt es bereits wissen, es ist ein Mittelstürmer. 5, 4, 3, 2, 1. Denn der Spieler spielt für Eintracht Frankfurt und damit hört er auf den Namen Kolo Muani.
Was ein geiler Spieler. Kolo Muani von Nantes kommen. Dort auch in der U19 bereits halt den Sprung. Erst in die zweite Mannschaft, dann in die erste Mannschaft. Dann für ein Jahr ausgeliehen worden nach Boulogne oder wie es ausgesprochen wird. Und dann jetzt im Sommer ablösefrei nach Frankfurt. An den ersten Spieltagen, direkt verliebt in den Spieler. Mega, was eine Körperlichkeit. Was ein geiler Stil. Also Frankfurt beneide ich da. Das ist ein richtiges, richtiges Biest. Und ich glaube, dass da noch viel, viel kommen kann tatsächlich. Und dass Frankfurt, sorry, SGE-Fans, dort auch nicht die letzte Station sein wird. Da kann man ganz froh sein, dass der halt auch schon früh eingetütet wurde. Frankfurt dann auch mit der Champions League halt auch ne, präsentieren konnte. Schon stark. Schon stark. Der nächste Spieler, den wir suchen, den nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen den hier. Der nächste Spieler, den wir suchen, der ist bereits etwas älter. Immer noch jung. Mit seinen 33 Jahren. Am 17.12.88 geboren. Hat er eine Größe von 1,83. Und einen Marktwert von soliden 5 Millionen Euro. Tatsächlich gibt es momentan noch aktuelle Gerüchte, aber die sind bis dahin ja dann schon vorbei. Deswegen streichen wir das hier. Ich muss mal daran denken, Video kommt später. Der höchste Marktwert der Person war im Oktober 2018 und lag damals bei 13 Millionen Euro. Wobei ich ganz ehrlich bin und sagen würde, der Marktwert, der könnte auch höher sein. Also insbesondere damals hätte der höher sein können. Klar, ich weiß auch, 33 Jahre. Naja. Der Ausrüster ist Nike, ob das jetzt so hilft. Der Spieler ist Nationalspieler und hat auch die ganzen verschiedenen U-Nationalmannschaften durchgespielt immer und war dort sehr häufig auch absolute Stammkraft, so wie die Person, das jetzt auch im Verein ist, wo sie momentan und auch bereits schon seit 2014 tut, also spielt. Sie ist seit 2014 bereits im Verein und damit natürlich auch auf jeden Fall irgendwann, ja, Clublegende übertrieben vielleicht, aber ich glaube schon, dass man diesen Spieler nicht so schnell vergessen wird. Hat auch in den letzten Wochen so ein bisschen Recency Bias jetzt vielleicht, aber sehr stark gezeigt, was für eine wichtige Person ist, für die Mannschaft ist. Hat bis jetzt, Stand heute, 100% Spielzeit in der bisherigen Saison und ist tatsächlich in seiner Karriere bereits bei ein paar Mannschaften gewesen, aber nur einmal wirklich fest transferiert. Das bedeutet, es gab die Jugendmannschaft. Dort ist man dann in den Profifußball gekommen, dann zweimal ausgeliehen worden, unter anderem zu den Grasshoppers. Und danach ist man dann gewechselt in die Bundesliga. Der Spieler, den wir suchen, der hat momentan, Stand jetzt, noch einen Vertrag bis 2023. Man sollte da also schauen, ob der verlängert wird oder nicht. Deswegen auch so immer
Er stand in diesem Sommer bereits in Gerüchten mit verschiedenen Top-Mannschaften. Man kann jetzt sagen, Top-Mannschaft momentan eher weniger, aber okay. Habt ihr eine Ahnung? Ist noch gemein, ne? Ein wichtiger Tipp vielleicht. Die Position des Spielers ist Torwart. Damit wird es schon einfacher wahrscheinlich, oder? Stammkraft, Torwart, seit 2014 im Verein. Stand mit Top-Mannschaften in Verbindung. 33 Jahre alt. Gibt nicht mehr so viele, oder? Und ja, die letzten Hinweise, die ich euch geben kann, also wie gesagt, war mal ausgeliehen an die Grasshoppers. Na, okay, ich mach mal 5, 4, 3, 2, 1. Er ist Nationalspieler, habe ich ja bereits gesagt, der Schweiz. Und es ist der Torwart von Borussia Mönchengladbach, Jan Sommer. Jan Sommer. Und ich meinte mit den Top-Leistungen, Recency Bias so ein bisschen natürlich, gegen Bayern München. Das absolute Spektakel von Jan Sommer. Wow, 5 Millionen momentan, klar, 33 Jahre alt. Aber dass der nicht mal über 13 Millionen wert war, das mag ich ja bezweifeln. Aber nun gut, ich feiere Jan Sommer auf jeden Fall. Und damals ja als Nachfolger für Ter Stegen gekommen, wo man sich dachte so, wow, da hast du natürlich auch schon ein ganz schönes Brett vor dir, weil Ter Stegen offensichtlicherweise ne, einfach ein sehr bedeutsamer Torwart auch für Gladbach. Absolut ausgefüllt, meiner Meinung nach. Der nächste Spieler, den wir jetzt suchen. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den erstmal. Komm, okay. Das ist ein Spieler, der ist schon etwas mehr rumgekommen. Unter anderem, das muss sich nicht auf Profiligen beziehen, sondern kann auch Jugend sein. Unter anderem schon beim KSC gewesen. Und auch beim VfR Aalen. Der momentane Marktwert dieses Spielers, der beträgt stolze, würde ich sagen, 33 Millionen Euro. Und das ist auch momentan sein Peak. Man muss dazu sagen, der Mann ist, kann man so machen, 22 Jahre alt. Und wo wir schon bei 22 sind, er ist auch erst im Juli jetzt 22 zum Verein gekommen. Ist Nationalspieler, hat auch in Jugendnationalmannschaften gespielt, aber tatsächlich nicht unbedingt immer so eine herausragende Rolle. Also, wenn wir hier sehen, bei der U20 drei Spiele, bei der U19 zwei, U18 nur eins, U21 dann schon 13. Aber man sieht, es war nicht immer so klar, dass aus dem unbedingt jetzt das werden würde. Er ist 1,91 groß. Ganz schöner Lulatsch. Und Berater macht keinen Sinn. Ich würde sagen, er ist eher defensiv angehaucht. Also er ist Defensivspieler einfach. Angehaucht könnte man noch. Er ist ein Defensivspieler einfach. Punkt. Auch er musste kurzzeitig den Weg über eine zweite Mannschaft gehen, also nicht direkt U19 Profis, sondern zweite Mannschaft. Und zwar von der zweiten Mannschaft, wo er dann später Profi wurde
und von denen er dann gewechselt ist zum jetzigen Club, wo er auch übrigens einen Vertrag bis 2027 bekommen hat, also einen 5-Jahres-Vertrag. Darüber hinaus können wir sagen, dass der Spieler einen Bruder hat, der ebenfalls Profi ist und beim gleichen Verein gespielt hat wie unsere gesuchte Person. Gespielt hat, weil unsere gesuchte Person ja gewechselt ist. Und spätestens jetzt dürften viele wissen, um wem es sich handelt. Die Person ist Linksfuß und gilt schon als eine Art, ja nicht Königstransfer, aber auf jeden Fall schon als sehr wichtigen Transfer, weil man auch hier sagt, da hätten vielleicht auch andere Mannschaften drauf gucken können, aber starker Transfer. 20 Millionen Euro ungefähr gekostet, bei einem Marktwert geschätzt, wie gesagt, von 33 Millionen. Not bad. Der Spieler war mal ein Jahr lang bei Union Berlin, aber nur ausgeliehen. Und jetzt dürften manche wahrscheinlich schon wissen, der Spieler, das sage ich jetzt noch, das wissen dann aber eigentlich alle, verabschiedet von den Fans wurde der Spieler unter dem Gesang: In 2 Jahren bist du wieder hier. Was ich übrigens eine geile Aktion finde. Und noch geiler fand ich die Reaktion vom Spieler, der sagte: Ich bin bereits nächste Saison wieder hier. Und ich hoffe auf einen Auswärtssieg. Fand ich sehr geil. Von 5, 4, 3, 2, 1. Natürlich Nico Schlotterbeck vom BVB, der von den Freiburg-Fans so verabschiedet wurde. Nico Schlotterbeck, ja, unter anderem bei den Stuttgarter Kickers in der Jugend gespielt, 7 Jahre lang. Dann beim VfR Aalen Karlsruhe. Dort in der U19 dann nach Freiburg für 90.000. Dort zweite Mannschaft, erste Mannschaft, Union Berlin, ein Jahr ausgeliehen. Freiburg wieder ein Jahr gespielt und dann Borussia Dortmund. Auch, wie ich finde, ein verdammt starker Spieler, muss man einfach so sagen. Ist einfach de facto so. Okay, machen wir weiter. 1-2 vielleicht noch. Muss ich es machen? Ja, doch, ich muss es machen. Doch, muss ich. Der Spieler, den wir jetzt suchen, der ist 23 Jahre alt. Er ist 1,78 groß, ist also okay, würde ich sagen, ne? Ist oder hat einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro und ist damit momentan an seinem Peak. Auch dieser Spieler hat wie Kolo Muani eine doppelte Staatsangehörigkeit und hierbei muss man auch wieder sagen, von 2 verschiedenen Kontinenten. Die unbekanntere, würde ich behaupten, ist Spanien und für Spanien hat er auch noch kein Nationalmannschaftsspiel gemacht, denn er hat für seine andere Nationalität in der U-Mannschaft gespielt, aber auch nur in der U-Mannschaft, nicht in der höchsten, in der Profimannschaft, nenne ich es mal. Ist ausgeliehen gewesen von der Mannschaft und jetzt dann fest verpflichtet mit einem Vertrag bis
bis 2026 war unter anderem schon in Polen ein Jahr ausgeliehen. Und man kann allgemein sagen, es hat ein wenig gedauert, bis er dann eine Stammmannschaft bekommen hat. Insgesamt 3 Laien gab es. Und bei der dritten Laie ist er dann jetzt auch geblieben. Der Spieler. Boah, was könnte ich noch sagen? Ich bin gerade am Überlegen, ehrlicherweise. Ist offensiv. Also es ist ein offensiver Spieler. Offensives Mittelfeld, um es mal genau zu sagen. Der Transfer, der hat 1,5 Millionen Euro gekostet und ursprünglich die Mannschaft, die ihn verkauft hat, hatte ihn seit 2019, aber dann, wie gesagt, immer wieder verliehen und hat den Spieler damals aus Malaga geholt. Malaga. Der Spieler hat unter anderem in der zweiten Liga gespielt für St. Pauli, ein Jahr lang dort ausgeliehen. Der Spieler, den wir suchen, ist ein absolut geiler Spieler. Ich liebe ihn über alles. Der Spieler hat für die Mannschaft, für die er spielt, ein entscheidendes Tor geschossen. Letzte Saison. 3, 2, 1. Ich musste ihn mit reinnehmen aus persönlicher Liebe zu Rodrigo Salazar. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwerer, das gebe ich zu. Aber Rodrigo Salazar von Eintracht Frankfurt, unter anderem nach Polen, St. Pauli, Schalke, ausgeliehen, dorthin verkauft. Und ich habe Panik, denn Frankfurt hat eine Rückkaufoption über angeblich 4 Millionen Euro. Und ich habe die Befürchtung, dass man die ziehen wird. Er ist natürlich Spanier und auch Uruguayer. Ne? Und hat dort in der U20 19 Spiele absolviert. Aber mein Herz hat er auf jeden Fall. Machen wir noch einen einzigen Spieler und ich kann euch sagen, ich habe noch mehrere Spieler offen, theoretisch. Also ich hätte noch Sadio Mané offen, ich hätte noch Johnny Burkhardt offen, ich hätte noch Simon Zoller offen. Wir nehmen aber einen anderen. Wir nehmen den Spieler hier, der auch erst im Juli 22 zur Mannschaft gekommen ist und das für 6 Millionen. Warum kriege ich hier so eine Dreckswerbung angezeigt? Der Spieler ist doppelte Staat, auch eine doppelte Staatsangehörigkeit. Eine davon ist Frankreich. Sag mal, Leute, ich kriege hier eine richtig freche Werbung angezeigt, Real Talk. So. Die Mannschaft, die ihn aufgenommen hat, die ist international vertreten. Und der Spieler, der ist 1,91 groß und 26 Jahre alt. Sein Marktwert beträgt 7 Millionen Euro. Das ist momentan Peak. Aber hatte er vor 4 Jahren ebenfalls bereits erreicht, als er noch woanders gespielt hat. Tatsächlich ist nicht bekannt, für wie lange der Spieler unterschrieben hat. Spannend. Ist ein Rechtsfuß. Offensiv. Und 26 Jahre alt, habe ich ja gesagt. Der ist 2 Monate, ein Monat und 29 Tage älter als ich. Und eine seiner Nationalitäten ist Frankreich. Er hat auch in der U21 für Frankreich 2 Spiele gemacht,
hat sich dann aber für die, ja, für die obere Liga dann quasi für seine andere Nationalität entschieden, für die er auch bereits dann 9 Spiele gemacht hat. Ich könnte jetzt wieder sagen, das ist dann wahrscheinlich, wird es dann jetzt einfacher, aber ich mache erstmal was anderes. Er hat bis jetzt also mit der jetzigen Station in 3 Ländern gespielt. Unter anderem in Frankreich, offensichtlich, weil auch mit Franzosen. Dort hat er unter anderem für Stade Rennes gespielt. Dort kam er damals für 9 Millionen Euro. Ja, komm. Er hat bei seiner alten Mannschaft einen anderen Trikotnamen gehabt. Und zwar den Lediknamen seiner Mom. Jetzt werden es wahrscheinlich einige wissen, insbesondere wenn du Fan bist von der Mannschaft. Der Transfer ging jetzt im Sommer für 6 Millionen Euro über die Bühne, kann aber noch auf 8 Mio mit Bonis ansteigen. Was sage ich noch? Ja, komm. Seine zweite Nationalität, und jetzt müsstet ihr es langsam wissen, ist natürlich die Vereinigten Staaten. Er ist in Washington, D.C. geboren. Und da ich ja bereits international gesagt habe, sage ich euch jetzt, er spielt jetzt für Union Berlin und ist auf Anhieb auch elementarer Bestandteil der Mannschaft, muss man so sagen. Es handelt sich natürlich um Jordan. Jordan. Er wurde auf dem Trikot bei den Young Boys mit BVOG oder BVOG, ich hoffe, mich ganz komplett kaputt gemacht. Er heißt an sich Jordan Sibachö. Sibachö oder sowas. Auch ein verdammt, auch so ein Typ, wo ich mir denke, so geil, kam von den Young Boys aus Bern und absolut starker Spieler, wo ich mir auch wieder denke, so Hut ab Union, dass ihr den bekommen habt. Angeblich ja auch noch andere Mannschaften interessiert. Zumindest so lose Gerüchte gab es ja noch zu Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und auch Montpellier. Aber am Ende Union Berlin und direkt auch mit Beginn, kann man sagen, wichtig gewesen. Direkt Startelf rein da gegen uns, also Schalke, auch eine Vorlage gemacht. Am ersten Spiel ja direkt auch gegen Hertha BSC getroffen. Ich weiß nicht, also man kann sagen, was man möchte, aber bei Union Berlin, wenn du dahin kommst, dann klappt das direkt. Das ist echt der Shit. Das soll es aber jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Liga ihr als nächstes wollt und allgemein eure Meinung, wie viel wusstet ihr? Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao.